Schlagfertig, temperamentvoll und patent in Familie und Beruf. So kennt man Doris Day aus den meisten ihrer Filme. Vor allem an der Seite von Rock Hudson erspielte sie sich in den 50ern und 60ern den Ruf einer Traumfrau. Komödien mit ihr wie Bettgeflüster wurden zu Klassikern. Jetzt ist die US-Schauspielerin gestorben. Sie wurde 97 Jahre alt. Gonna take a sentimental journey. Sentimental Journey. Mit ihrem ersten großen Hit gelang Doris Day 1945 der Durchbruch als Sängerin. Ihr Gesang prägte dann auch viele ihrer Filme, ob Musicals, Romanzen oder Hitchcock-Thriller. Auch in Deutschland populär, ihre Paraderolle als perfekte und treusorgende Hausfrau. Wunderschön. Wunderschön, aber stets anständig, was der Hollywood-Star rückblickend durchaus kritisch sah. Das Image war so langweilig, die Jungfrau und ewig tugendhafte, all der Unsinn, völlig weltfremd. Doch das Publikum liebte genau das, die gespielte Unschuld. Komödien wie Bettgeflüster mit Rock Hudson wurden Anfang der 60er zum Kassenschlager. Hallo? Morning, Miss Mara. This is Rex. Als Doris Mary Ann von Kappelhoff wurde Doris Day am 3. April 1922 in Ohio geboren. Ihre Großeltern waren deutsche Einwanderer. Viermal war die Schauspielerin verheiratet. Schon 1968 beendete sie ihre Filmkarriere, lebte zurückgezogen in Kalifornien, kümmerte sich um streunende Hunde und Katzen. Im Mittelpunkt stand Doris Day nur noch an ihren Geburtstagen, von ihren Fans besungen.